Weiter geht's mit Kuon und Sakuya und ich komme hier aus dem Speicher, mache ich nicht raus. Ja, es ist 10 vor 10. Es ist immer noch leise draußen. Ich denke mal, es steht immer noch 0 zu 0. Denn ich habe gewisse Freunde, die sich dann doch für Fußball interessieren. Und ach, guck mal, da schwimmt noch das Schiffchen. Und die mir sicherlich sofort geschrieben hätten, wenn ein Tor gefallen ist. Gut, wenn für uns eins gefallen wäre, das hätte ich draußen gehört. Auch wenn ich hier im Rentnerparadies wohne und hier noch nicht mal mehr irgendjemand ein Fähnchen am Auto hat. Gott sei Dank. Ich bin doch noch von normalen Leuten umgeben. All die Rentner hier haben jetzt ganz dicke Pluspunkte bei mir bekommen. Also eigentlich nerven mich Rentner ja so ein bisschen. Gerade weil wir hier so pingelige Leute haben, die sobald man mal im Dunkeln durchs Treppenhaus geht, so nach 21 Uhr, machen die mir die Tür auf und gucken, wo wer da so kommt und so. So ein bisschen paranoid. Ein Wunder, dass mir niemand, weiß ich nicht, eine tote Maus in den Briefkasten gelegt habe, weil ich am Wochenende vergessen habe, Hausflur zu putzen. Aber nie machen wir es dieses ganze Spackengetue hier nicht mit. Und da bin ich dann doch sehr froh drüber. Ja, Siegel Venus, dann muss ich doch hier weiter. Hofgesindehaus, genau. War hier nicht das Glöckchen? Nein, hier ist, der Garki mit dem Nageln. Wir nageln Garkis. Nein, tun wir nicht. So sexy sind die auch wieder nicht. Ich mag ja magere Männer, ne? Also jetzt nicht so mager. Aber so ein bisschen mager finde ich ja schon irgendwie ziemlich gut. Mitteilung des Astrologen. Ja, zieh den Nagel nicht raus. Ganz gefährlich. Buh, buh, buh. Da liegt noch was. Das hebt die jetzt aber nicht auf. Ich mag es, wie das Blut hier so tropft. Yeah. Ich muss mal eben hier. Mir ist nämlich gerade was aufgefallen. Und zwar ist die Grabkerze ausgegangen. Das ist kein gutes Zeichen. Oder doch? Heißt das, sie hat ihren Zweck erfüllt? Ich weiß es nicht. Ich zünde sie wieder an. Und meine fette Katze ist gerade... Ich kann die gar nicht mehr anzünden irgendwie. Da ist zu viel Wachs drin. Ja, es kommt davon, wenn man so billige Sachen kauft. Ich weiß. Ja, meine Katze ist gerade von ihrem Kratzbaum gesprungen, hat dabei sehr viel Lärm gemacht. Zweiter Versuch. Ich lasse jetzt so lang mal den Deckel ab, damit das Wachs hier so ein bisschen verdunsten kann. Okay. Ja, das war jetzt wichtig. Wuhu, Power und so, ihr wisst schon. Ja, Nageln sitzt tief und fest drin. Ist halt Sinn und Zweck der Sache, dass es tief und... Ach, ich bin jetzt still. Ja. Zieh! Garki, du bist hässlich. Und ich will nicht mit dir kuscheln und erst recht nicht mit dir nageln. Also irgendwie... Bleiben die bei Sakuya öfter mal weiter weg sitzen und machen nichts. Bist du schon tot? Nee, oder? Doch, Tatsache. Okay, zu meditieren gab es gar nichts. Ja, wir haben jetzt einen Spieß und meine Kerze ist schon wieder ausgegangen. Das ist doch scheiße. Das gefällt mir nicht. Nein, sie ist nicht ausgegangen. Sie leuchtet noch, aber so schwach, dass man es kaum sehen kann. Na gut, ist egal, aber sie leuchtet. Ne, wenn ich die nur so ein bisschen rennen lasse, sieht das ein bisschen behindert aus.
Ja, da kommen wir irgendwie nicht durch, weil da die Leiche liegt. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt lang müssen, weil ein Siegel fehlt uns noch. Er ging jetzt dahin zurück, wo Lord Fujiwara gerade lang gelaufen ist, geschwebt ist, gekrochen ist, keine Ahnung. Ihr wisst schon, da wo Boromarons Augen leuchten im Dunkeln, das sieht voll gruselig aus gerade. Ist auch stockfinster jetzt hier drin. War doch hier, oder? Nein, war es nicht. Nee, war es auch nicht. Das war weiter. Hier, da. Also ich mag es ja echt blutig, Leute, aber ne, das hier ist doch so ein bisschen sehr viel Blut. Kommen wir jetzt hier hinten durch? Nein. Aber vielleicht ja jetzt hier vorne. Weil vielleicht ist ja jetzt Uzki schon hier vorbeigekommen und hat jetzt hier irgendwie dafür gesorgt, dass der Garki nicht mehr da rumknabbert, sondern... Nein, hat sie natürlich nicht getan. So, kommst du jetzt mal her? Nö, der kommt nicht. Doch jetzt. Dankeschön. Es läuft jetzt irgendwie nicht so gut. Boah, du Drecksding! Ich mag es, wenn sie das sagt. Ich verstehe kein Wort, aber es gefällt mir. Es klingt gut. Gehe ich jetzt hier hin? Oh, da liegt was. Dōjin Schriftenband 2. Im Garten habe ich zwei Mädchen mit roten Kleidern gesehen. Eine ist ziemlich hübsch, aber vor der anderen hatte ich ein bisschen Angst. Die Hübsche hat mir blutverschmierte Tücher in größerer Zahl gespielt. Hat mit blutverschmierten Tüchern in größerer Zahl gespielt. Warum macht ein junges Mädchen so etwas? Jetzt weiß ich, sie müssen sie irgendwo gefunden haben. Es kann gar nicht anders sein. Ich bin heute großartig in Form. Ihr seht das schon, ich baue hier Fehler ein, wo gar keine sein müssen. Gar keine sein sollen. Einfach weil ich damit er weil ich erwarte, dass hier was. Ach, fick dich. So. Ach, schon tot? So, jetzt muss ich hier mal ganz kurz. Mein Handy weglegen, so. Ja, ich weiß nicht, wo wir jetzt, ob ich jetzt hier lang gehen sollte. Hier so Fischerhütte, bla bla.
Oder ob ich jetzt hier mich um den ganzen Klumpatsch kümmere. Nee, wir gehen zur Fischerhütte. Ja, doch. Einfach, weil das weniger ist und, weil wir da, glaube ich, eh irgendwas holen müssen. Das ist okay. Oh, und der Sound lag. Das heißt, es wird gleich wieder asynchron sein. Aber es sind schon 10 Minuten rum, also jetzt für die letzten Minuten mache ich da, da mache ich jetzt keinen Cut für. Da liegt die Leiche und ich wette mit euch jetzt, ne? Jetzt, wo wir hier lang können, jetzt steht er auf. Ein Spieß wurde in die Leiche, ja. Müssen wir ja. Eisenkeil zum Durchdringen von schwachen Stellen benutzen. Oh, jetzt lägt es aber ganz derbe. Oh, das war nötig. So, wir haben jetzt dieses Ding, was wir mit... Moment, der hat noch was. Wie das laggt. Ich weiß gar nicht wieso. Ich muss mal eben gucken. Liegt es am Festplattenspeicher? Nö. 97 GB. Das muss ja wohl reichen. Lägt extrem, Leute. Also, ich weiß echt nicht, wieso. Aber ich wünschte, das würde es nicht tun. Irgendwie komme ich hier nirgendwo lang. Oh. Ja. Jetzt mal gut. Das hat gedauert, aber habt ihr gesehen, es hat noch nicht mal geschwindelt. Also man kann ihr hier echt viel Energie, also sie kann echt viel Energie abgezogen bekommen, bevor irgendwas Ernsthaftes passiert. Also wäre es für Anfänger vielleicht sogar besser, wenn die erst mit Sakuya spielen. Ja, ich weiß, da liegen Gegenstände und so, aber weil das hier so derbe laggt, werde ich jetzt doch eben erst speichern und diesen Part hier beenden, weil das hat überhaupt keinen Zweck. Es ist übrigens nicht das Bild, es ist wirklich nur der Ton. Und, ja. Ist halt blöd, also die letzten Minuten waren jetzt asynchron, es tut mir leid. Ach, ich habe ja nur 8 Speicherpunkte. Ja, gut. Ich mache hier einen Schnitt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin!